Leute und willkommen zu einem ganz kleinen, feinen Ankündigungsvideo, wo ich mir sowieso schon dachte, mal, dass ich das jetzt euch sagen will. Es ist so recht, weil ich es eigentlich schon auf Twitter erwähnt hatte und es auf meinem YouTube-Kanal auch sowieso schon die Verlinkung gibt. Dachte ich mir jetzt aber, who cares? Jetzt mache ich noch ein Video, damit ihr in diesem Punkt Bescheid wisst. Und zwar geht es hier drum, was ihr hier gerade in diesem Bild seht, und zwar zu Discord. Nein, ich werde dazu jetzt kein Tutorial machen, falls ihr jetzt denkt, macht er jetzt da ein Tutorial von oder was? Nope. Ich möchte einfach nur hiermit bekannt geben, dass ich jetzt einen Discord-Server habe, worüber ihr mit mir reden könnt. Oder untereinander reden könnt. Dafür habe ich noch verschiedenerlei Channel erstellt, worüber ihr reden könnt, wie den Games-Channel, den Technik-Channel, den Off-Talk-Channel und den Voice-Channel, den erkläre ich gleich. Da könnt ihr dann halt verschiedenerlei Sachen besprechen und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu reden. Dafür sind hier unten die Sprach-Channel, wer halt Discord kennt, weiß, dass es neben Schreiben auch Reden gibt und da habe ich auch verschiedene Channel, wie den Laber-Channel, Zocker-Channel, zwei Stück und ja, den AFK-Channel. Ich kann hier jederzeit neben den dreien noch mehrere für euch einrichten, wenn das jetzt von Wichtigkeit ist. Aber ich denke mal, für den Anfang würde das, denke ich mal, erstmal reichen. Und damit ihr Bescheid wisst. Nebenbei, wie ihr seht, habe ich hier noch zwei Bots laufen. Die sind so nebenbei da. Der hier, mit denen hier könnt ihr ein bisschen mehr agieren als mit dem Mi 6. Der Awesome Bot postet auch jedes Mal was Aktuelles, wenn ich was auf Twitter poste. Oder und alles mögliche, wie der Mi 6 in diesem Channel die Leute begrüßt. Warum der Mi 6 da ist, kann ich euch auch kurz sagen. Bei mir gibt es nämlich verschiedenerlei Ränge, die jetzt so groß nichts Besonderes beinhalten. Denn bei mir gibt es die Ränge, dahin wollte ich, neben, ihr könnt Member werden, Aktiver, Stami, Legend und Inventar. Die haben nichts Großes. Vielleicht ein paar kleine Sachen, die vielleicht mal auf einmal dazu stoßen oder so, aber eigentlich ist dadurch nichts anders. Das taucht dann hier auf und damit levelt ihr und das kriegt ihr dann automatisch über den Mi 6 ab einem bestimmten Level. Das sind einfach nur so kleine, ihr seht sie Level, ist jetzt aber nichts Besonderes oder irgendwas. Also nicht, dass ihr denkt so, boah, ich kann jetzt voll was, nur damit ihr irgendwie Bescheid wisst. Deswegen sind diese zwei Bots da. Soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht mehr, dass der nicht vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr Besonderheiten kommen oder ich einen Bot austausche oder noch einen dritten dazu tue. Das muss man halt gucken. Bedenkt aber, dass ich nicht immer über den Discord-Server gerade reden will, weil ich zwischendurch noch in einem Teamspeak unterwegs bin. Nicht, dass ihr euch da in dem Punkt so irgendwie wundert. Antickern könnt ihr mich? Freundesanfragen muss ich gucken. Das habe ich derzeit nur auf Servermitglieder und Freunde von Freunden eingestellt. Also jeder kann es derzeit nicht, weil das noch die Anfangsphase ist erstmal. Soll aber jetzt nicht heißen, dass sich das nicht vielleicht irgendwann ändert. Bedenkt nur, dass ich nicht unbedingt jeden annehme. Wie man jetzt sich Discord installiert bzw. eigenes Server erstellt, mache ich wie gesagt kein Tutorial drüber. Da gibt es verschiedenerlei Videos zu. Und das Einfachste ist einfach, wenn ihr euch in dem Punkto selber informiert. Es gibt wirklich mehrere, sogar von dem YouTuber Halbzwilling. Ja, ist größer als ich, aber der hat ein recht nices Tutorial fertig gemacht. Und deswegen, also nur damit ihr in dem Punkto Bescheid wisst, dass ich jetzt einen eigenen Discord-Server habe. Der Link dazu ist wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. So, mehr wollte ich nicht sagen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.